Nämlich hat Paul Unterleitner mit Stefan Kienzel trainiert. Habe ich Olympiapotenzial? Stefan Kienzel bewertet meine Form. Let's go, Freunde. Das ist Stefan Kienzel, einer der bekanntesten Bodybuilding-Coaches weltweit. Ich hatte letztes Jahr schon die Ehre, gemeinsam in meiner Wettkampfvorbereitung mit ihm zu trainieren, mich quälen zu lassen und über meine Form drüber zu schauen. Dieses Jahr ist es wieder soweit. Ein Jahr später schauen wir, was vorangegangen ist, ob ich irgendwas dazugelernt habe, ob ich mich verbessert habe und wie meine Chancen in Zukunft im Bereich Bodybuilding aussehen. Ja, moin, moin. Guten Morgen. Ich höre die kalte Dusche da früh. Einfach. Blutung ist da. Wachheit ist da. Power ist da. Alter, ich habe gerade fast einen Bizepskrampf bekommen. Wovon? Kann man mal anspannen kurz. Kalt duschen, Alter. Hau mal ab. Ich bin voll der Warmduscher. Und schon haben wir das Champion Frühstück ready. Mal schauen, ob es damit zum Olympia gehen könnte. Haferflocken, Banane, Beeren, Peanut Butter, Proteinshake trinke ich tatsächlich immer extra dazu, weil ich es einfach geiler finde. Und insofern, weil ich den Geschmack als Shake mehr feier als Import. Och ne, Alter. Irgendein Spinner hat mir soeben 30.000 Follower geholt. Auf Instagram sehe ich hier gerade. Danke für nix, Freunde. Wer auch immer dahinter steckt, vielen, vielen lieben Dank. Geil, jetzt habe ich hier 70.000 Bangladesch-Follower. Oh Mann, Alter. Porridge, man kennt sich ja. Die Konsistenz wird ein bisschen verändert und so finde ich einfach die Konsistenz am geilsten, nachdem ich auch Protein noch reinkriegen will. Gönne ich mir einen Shake. Macht auch noch mehr satt. Wir Hardgainer vielleicht nicht ganz so optimal. Da können wir einfach noch mehr Peanut Butter verwenden. Aber sonst passt das, glaube ich, mega gut. Und schmeckt absolut killer. Das hatte ich schon mal, ne? Und das fickt ein bisschen deine Reichweite. Weil Instagram checkt, wer sich Follower kauft und wenn nicht. Naja, egal. Kommen wir zurück zum Video, Freunde. For the workout. We need booster. We need a pump. We need gains. Einen guten Gold Pump. Geben wir uns zwei schöne Scoops. Ich glaube, dass ich heute pumpmäßig sowieso sterben werde, weil mich Stefan komplett ans Limit treibt, aber man kann es ja trotzdem versuchen, noch mal ein bisschen zu pushen. Nochmal Koffein rein, 100 Milligramm. Ich will noch eine Kleinigkeit für Stefan besorgen. Ist natürlich nicht selbstverständlich, dass er mit mir kurz vor Olympia trainiert. Deshalb holen wir da was Nices. Oh Mann, Alter. Fabis Interview habe ich herausgefunden. Stabile Jacke hier von Paul. Dass Stefan Formel 1 Fan ist, ich weiß noch nicht ganz, welches Team er supportet, ich nehme einfach mal. Stimmt, Stefan ist richtiger Formel 1 Fan, haben wir ja letztens erfahren, in dem Interview mit Fabi. Ferrari, oder vielleicht gibt es irgendwas Neutraleres. Meinst du es kritisch, Ferrari, oder? Kommt drauf an. Wir schauen einfach mal rein. Hier ist das Ding. Porsche, Ferrari, Mercedes, McLaren. Wir haben zumindest so ein halbwegs neutrales Shirt gefunden mit Formel 1. Miami 22. Hat er sicher geschaut, deshalb mal schauen. Ich habe das Shirt auch schon zu Hause, aber ich denke, das ist so das dreiste Geschenk, was man jetzt so machen kann. Jetzt schauen wir gleich noch zu einer Bakery, weil die haben richtig geiles veganes Zeug. Ich hoffe, er mag Schokolade. Dann nehmen wir da auch noch mal ein kleines Dessert mit. Bananenbrot für den Stefan. Ich glaube, ich stelle mir einfach so eine kleine Variation zusammen und dann soll er reinhauen. Ich habe jetzt nochmal zwei Schokotrüffel als Pre-Workout mitgenommen. Mal schauen. Oh, das ist juicy. Junge, einfach fantastisch. Jetzt geht's ab ins Top-Gym. Fabi hat mir gerade geschrieben, dass er McLaren oder Red Bull-Fan ist. Ja, jetzt ist schon wurscht. Aber hoffentlich gefällt es ihm trotzdem so. Ich dachte mir, wenn sich Stefan schon die Zeit nimmt, in der Olympia-Prep, kurz vorm Olympia, mit mir zu trainieren, mit mir ein Formel zu machen, will ich auch die Kleinigkeit mitnehmen. Nachdem ich bei Fabis Interview gehört habe, dass er Formel 1-Fan ist und hoffentlich auch was Süßes mag, dachte ich mir, Schokolade plus ein Formel 1-T-Shirt passt perfekt. War ein bisschen schade, dass ich das erst von Fabi danach erfahren habe, dass er McLaren bzw. Red Bull-Fan ist, aber ich glaube, er wird sich trotzdem drüber freuen. Langes her. Guten Tag. Das nennt man Timing. Alles gut. Ich hoffe, du magst Schokolade. Immer. Ja, perfekt. Dankeschön. Und ich habe mir sagen lassen, du bist Formel 1. Na, schön bestochen hat er ihn. Bestechung ist das.
Fan. Ja, voll. Aber der Fabi hat mir zu spät geschrieben, dass du McLaren oder Red Bull und was? McLaren. Ich hab jetzt einfach mal so was von Formel 1 generell gehört. Ah, das ist voll nett. Das passt. Da freue ich mich. Dachte mir, ich bringe was Kleines mit. Bin mal gespannt. Überreiche ich dir dabei, meine Tochter. Er hat eine 13-jährige Tochter angestellt. Ja, ja, so wie es gehört. Familienunternehmen. In das Gym werde ich das nächste, also in das Top-Gym werde ich zum nächsten Mal gehen. Ja, hier schreibt auch einer, nee, ich war nur im Intelligent Strength, im das Gym war ich. Fand ich super geil. Und das, wenn ich nochmal da bin, checke ich auf jeden Fall das Top-Gym aus. Und sie hat Berufspraktikumstage. Deswegen, also sie schwänzt nicht die Schule, sie hat Berufspraktikumstage. Und das hier ist der Beweis auf dem Kanal von Paul Unterleitner. Ja. Liebe Lehrer des Ellerlingens-Gymnasium, Helena Kienzel arbeitet. Helena Kienzel ist am Arbeiten, Alter. Als ich dann seine Tochter gesehen habe, dachte ich mir so, krass, mit 13 macht die Steuern vom Stefan. Das habe ich auch in Farbe. Wow, Alter, heftig. Ich habe das Interview gehört, aber ich wusste nicht, dass sie 13 ist. Ich dachte vielleicht so 16 bis 18 und hilft dann ein bisschen aus. Mit 13 Jahren? Ich hoffe, die macht da auch alles vernünftig. Aber cool, macht ihr Praktikum einfach bei einem Vater, ist doch traumhaft. Pumpcover ist an, Form sitzt halbwegs, ich bin bereit. Ab zum Warm-up. Und Stefan, inspiziert schon mein Aufwärmprogramm. Meinst du, Laufbahn ist nicht das Sinnvollste? Oder ist na, okay? Oh ja, ich finde das total. Also grundsätzlich Aufwärmen, Pro und Contra. Was immer wichtig ist, vor allem in der kalten Jahreszeit, dürftest du das nicht unterschätzen. Ja. Wenn du wirklich jetzt Fuß herkommst, mit dem Auto herkommst, man merkt eben, der Körper kalt ist und nicht auf Betriebstemperatur. Unbedingt irgendwas machen, um euch auf Betriebstemperatur zu bringen. Aber wichtig, keine Kraft verschwenden. Das heißt, ich würde jetzt dann 5 bis 10 Minuten schnelles Gehen oder Radeln mache ich auch oft. Finde ich gut. Ein bisschen Musik hören dabei, schon mal so reinkommen ins Training. Wieso nicht? Aber jetzt kein Gas geben da. Mit 15 Grad und 6 km/h aufballern, sondern einfach nur den Körper auf Temperatur bringen. Junge, Stefans Schuhe wieder on point, Alter. Nee, wenn du Prime hast, Abo, dann hast du keine Werbung. Irgendwas stimmt da nicht. Meine Erwartung an das Training mit Paul war, dass er wie beim ersten Mal vor gut einem Jahr wieder sehr wissbegierig und zielstrebig meine Anweisungen umsetzt und das Beste für sich rauszieht. Meine Erwartung ans Training sieht wie folgt aus. Letztes Jahr haben wir ja schon relativ gut Gas gegeben. Ich denke, dieses Jahr wird er mich nicht weniger verschonen, wenn ich sogar noch härter rangehe. Also ich glaube, das wird sehr, sehr intensiv. Ich habe ein bisschen Respekt und Angst davor, aber ist ja nur zu meinem Besten. Machen wir mal Folgendes. Okay, lass mal das Ding ganz nach unten. Ja? Und jetzt leg den Kopf nach hinten. Bring Stabilität in die Brustwirbelsäule. Ja? Und was du jetzt machst, denk einmal nicht ans Drücken. Okay? Denk daran, dass du den Ellbogenpunkt zur Körpermitte bringen willst. Okay. Du denkst nicht ans Drücken, sondern Ellbogenpunkt zur Körpermitte. Wieder irgendwelche Secrets, das habe ich noch nie gedacht beim Drücken. Ellbogenpunkt zur Körpermitte, was? Zur Körpermitte bringen willst. Okay. Du denkst nicht ans Drücken, sondern Ellbogenpunkt zur Körpermitte. Ellbogenpunkt zur Körpermitte. Streck nicht ganz durch, greif ein klein wenig breiter. Ellbogen zur Körpermitte. Ja, genau. Nicht ganz durchdrücken. Halt. Ja, damit ganz einfach erklärt, damit hast du noch mehr Mind-Muscle-Connection. Safe. Somit steuerst du die Brust noch besser an. Das ist gar nicht mal so verkehrt, was er sagt. Wobei ich sowieso nichts anzweifle, was er sagt. Alles, was er sagt, ergibt schon, hat schon Sinn, Freunde. Glaubt mir. Halte einen kleinen Winkel oben. Ja, genau. Ich habe kein Gewicht drauf, das ist jetzt schon wieder. Genau so möchte ich das. Da häng ein den Scheiß. Aber spürst du den Unterschied? Ja. Wenn du die Bewegung anders. Das Problem ist ja, natürlich ist es eine rückende Übung. Ja? Und man sollte jetzt daraus auch keine Fliegende machen, was man ja auch nicht tun. Aber der gedankliche Umkehrschluss vom Push wegzukommen, der meistens vom Trizeps innerviert wird, sprich, die erste Bewegungsamplitude kommt aus dem Trizeps. Deswegen meistens auch Leute, die einen sehr großen Trizeps haben, eine kleine Brust und oft umgekehrt, möchte ich beim
Ball jetzt ganz einfach die Initialbewegung aus der Brust haben. Und was macht die Brust? Die Brust führt den Arm zur Körpermitte. In einer fliegenden oder in einer rückenden Bewegung. Vom Trizeps wegbringen und sie mehr Fokus auf die Brust bringen. Oben nicht durchdrucken, weil dann passiert meistens das, dass du die Schultern nach vorne schiebst. Was jetzt prinzipiell, es gibt ja kein Schwarz und Weiß im Bodybuilding, sondern es gibt nur, was ist für die körperliche Symmetrie und die Entwicklung am geschicktesten. Und es ist beim Ball halt alles weg vom Trizeps und hin zur Brust. Und jetzt für alle. Ich würde gerne so einen Monat nur mit Stefan trainieren. Ja, der müsste mich einen Monat durch. Wisst ihr, wie viel man da lernen würde? Einfach Sachen, die man vorher gar nicht kennt. Du lernst über Muskeln, du lernst neue Muskeln kennen, die du gar nicht vorher kannst, dass die überhaupt existieren, Alter. Ein Tipp. Stefan Kietz hat, glaube ich, eine andere Anatomie. Zur Selbstkontrolle beim Brusttraining. Wenn im Laufe der Wiederholung die Brust nicht dicker wird, ich habe damals bei Stefan, ich glaube, 200 Euro bezahlt. Aber ich weiß nicht, ob die Preise sich geändert haben mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ich war ja 2020 bei ihm im Coaching. Macht ja was falsch. Okay? Das heißt, der Muskel muss sich ja kontrahieren und zusammenziehen. Das heißt, das Volumen da wird mehr. Und man sieht wirklich oft Leute Push-Bewegungen machen, ohne einen dicken Zuwachs in der Brust während dem Satz. Und dann bist du halt ganz einfach nicht in der Mitte, sondern überall anders, nur nicht durch. Ohne Zucker oben, du kannst es besser, komm. Acht, weiter geht's, ich bin da, komm. Komm. Eine noch, komm. Oh, oh, da ist wieder unser Eichhörnchen, Digga. Unser Meerschweinchen auf Testo. Komm. Bist du deppert? Siehst. Bist du deppert? Also noch locker Dampf da, boah. Komm. Drück, 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 drück. Alter. Bah. Scheiße. Boah. Nicht zu früh aufgeben. Das war, muss ich mal sagen, schon vor 2 Reps. Scheiße. Junge, nach der ersten Übung dachte ich mir. Da dachte ich mir beim Heiko Geilbach auch. Scheiße, wenn das jetzt so weitergeht, wie soll ich. Da bin ich tot. Das Training nur annähernd durchstehen. Ich war einfach komplett im Sack. Hab direkt bei der ersten Übung schon gemerkt. Ich schwör's dir, Onkel Krzyzek, da denke ich auch direkt sofort an Sascha Huber bei Bisse Deppert. Direkt, automatisch. Digga, so einen Pump hatte ich in meinem Leben noch nicht. Also das wird auf jeden Fall eines der intensivsten Trainings, die ich jemals hatte. Bei dir sieht man wunderbar, wie wenn es für dich schwierig wird, wie du auf deine Stärken gehst. Was machst du, wenn es schwierig wird zum Drücken, nutzt du den kurzen Moment, wo du oben durchfederst und die Last am Trizeps gibst und von der Brust weggibst. Okay. Für die, die Lernkurven. Bleib wirklich in dieser schwierigen Ausführung, weil sonst gibst du immer die maximale Ausbelastung aus der Brust weg und gibst sie in die Kette, wo du eh stark bist, sprich am Arm. Aber was der Paul jetzt aufpassen muss, ist, dass deine Schultern nicht zum Nacken hochgehen, sondern dass du deine Schultern in dieser Ebene. Ich schwör's euch, Freunde, wenn ihr mit Stefan ein PT machen würdet, auch wenn ich ein PT machen würde mit ihm, ich wette, wir machen jede zweite Übung, wenn nicht sogar noch mehr Übungen, machen wir falsch, Alter. Irgendwas gibt es immer zu bemängeln. Hältst und da jetzt schön rauskontrahierst. Okay? Kopf hinten anlehnen, damit du Stabilität in der Brustwirbelsäule hast. Und schön rauskontrahieren. Erst, ich spüre jetzt schon. Das ist nicht mehr normal. Und schön raus. Komm, dann lässt man irgendwie die Ellbogen automatisch näher dran. Ja, schau aber trotzdem, dass die Ellbogenbewegung nach außen geht und nicht Richtung Hüfte, weil umso mehr Richtung Hüfte, umso mehr Trizeps, umso mehr nach außen, umso mehr Brust. Eine wunderbare, schöne Schubbewegung ist das. Also ich glaube, jetzt zieht er drauf und dann, was, das dann haben wir sie. Und raus, komm. Schultern schön unten lassen und wirklich nur die Brust zusammenspannen, komm. Squeeze. Nicht durchdrücken, vorne Haltespannung aufrecht. Ich komme zu dir und hilf jetzt, falls es sein muss. Weiter geht's. Da läuft auch geile Mucke im Top Gym. Still Dre, Alter. Komm. Easy, weiter geht's, komm. Weiter geht's. Komm. Ohne diesen Rucker zum Schluss 100% Kontrolle, komm. Weiter geht's, komm. Zwei noch. Also ich weiß, dass Paul, ich habe ja mit ihm trainiert letzten Monat, dass er alleine ganz anders trainiert. Er trainiert, also wir haben Rücken zusammen trainiert, beziehungsweise Pull. Und er hat definitiv, wie soll ich sagen, nicht schwer und falsch, aber der trainiert schon so räudig. Paul, also beim Rückentraining geht der schon so, der macht viele dreckige Reps. Kopf bleibt hinten.
Und eine noch, komm. Husch. Junge, geil. Was ein geiles Standbild, Mann. Oh Gott, der Arme. Yes. Boah. Sauber. Alter, mein Trizeps ist aber auch gut auf dem Platz. Boah, ich glaube, der Trizeps ist nämlich auch nicht gewöhnt, deshalb ist der auch ein bisschen. Ja, er ist in der Bewegung natürlich mitbeteiligt. Und umso weiter du mit dem Ellbogen nach unten marschierst, umso weiter gehst du in den Trizeps, umso weiter du oben bleibst, umso weiter bist du in der Brust. Würdest du sagen, dass du bei den meisten Athleten jeden Satz so krass ans Limit pusht? Ich sag mal so, dann brauchst du eigentlich immer einen Trainingspartner, oder? Also bei dir merke ich jetzt sofort, dass du zu früh aufgibst. Ja. Dass du auch selbstständig noch 1 bis 2 Wiederholungen mehr machen. Krass, krass, krass. Also das wird sich Paul, denke ich mal, zu Herzen nehmen. Dass er zu früh aufgibt, krass. Könntest, okay, als du tust. Okay. Pussy. Bei der genauen Objektivierung von Pauls Training fällt auf, dass er sehr schnell ist, das Verlangte umzusetzen. Das haben wir auf der positiven Seite. Auf der negativen Seite ist es aber so, dass er meistens so 2 bis 3 Wiederholungen vor Stopp schon Stopp macht. Das heißt, die Intensität lässt zum Teil zum Wünschen übrig und da glaube ich, dass er noch am meisten Verbesserungspotenzial hat, wenn er lernt, wirklich beim Training in jedem einzelnen Satz an seine Grenzen zu gehen. Ich mache den Gatschheitstest. Das muss gatschig bleiben. Da. Und es bleibt gatschig. Gut. Auch da muss das Ziel sein, das Brustgewebe Richtung Kinn zu schieben während der Übung. Ja. Also das muss so raufwandern. Wenn es das nicht tut, macht es was falsch. Und da muss weich bleiben. Also ich feier es bis jetzt, muss ich sagen. Hast du dir mal so hart vorgestellt? Schon hart, aber so hart? Ich weiß nicht, ob ich mich letztes Jahr verschont habe, aber es kommt mir auf jeden Fall intensiver vor als letztes Jahr. Ja, das letzte Mal warst du in der Prep, das war ja relativ kurz, 4 Wochen. Ja, da hast du auch nicht mehr so viel Dampf. Wobei die Natural-Veganer, die haben immer Power bis zum letzten Training, ne? Am Wettkampf, 5 Wochen vor dem Wettkampf. Ja. Jetzt Feuer frei mussten gerade für 5 Tage. Weißt du, das ist auch meine Philosophie zu vorher, wo ich gesagt habe, 2-mal den ganzen Körper in der Woche bei der Intensität, wie ich es mir vorstelle, schwierig. Auf jeden Fall. Okay. 9, ich sag 18 voraus, komm. 18? Ja. Ja. 10. Oh ja. Scheiße. Scanner. Bin ich mir sicher. Ja. 13. Komm. Die Übung führe ich tatsächlich auch komplett anders aus, ne? Mehr so, also mehr anderen Knick, Schulter weiter oben und dennoch spüre ich dort extrem meine Brust. Ich lese gerade wieder, Urs, sein Instagram wurde gehackt oder ist weg. Junge, was ist denn hier los, Alter? Mir werden irgendwelche Drecksfollower gekauft, Urs, sein Instagram ist weg. Was soll die Scheiße, Mann? Haben die Leute keine Hobbys? 14, jetzt fängt es an zum Zählen, komm. 15. Danke schön. Oh, Prognose mit 18 stimmt eventuell. 17, wer 18 kann, kann 20. Ich bin noch nicht dabei. Wer 18 kann, kann 20. Ganz einfach. Ganz alleine. 18, komm. Ganz allein. Und eine noch, komm. Ist doch da oder ist weg, Freunde? Verwirrt mich doch jetzt hier. Macht doch keine Verwirrung jetzt hier. Was soll die Scheiße? Schultern hinten fixieren. Komm, rein aus der Brust. Zieh, 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 zieh. Ja. Also die 20 gepackt. Und ich glaube, alleine würde der da auf jeden Fall weniger machen. Weniger Reps. Ich glaube, eine wäre vielleicht knapp noch gegangen. Ja. Wir nehmen jetzt auch ein bisschen mehr Gewicht. Was lustig ist, du bist jetzt, also wenn man das jetzt in Korrelation setzt, ja, sieht man, dass für dich der Bewegungsablauf beim Drücken neu war, weil du im Verhältnis beim Drücken schwächer warst, als du da jetzt bist. Aber da sieht man die Adern, sieht man das? Ein wenig, ja. Na, Brustpump ist gut. Ja, schön. Pump ist da auf jeden Fall. Mit schön. Schön, prall ist er. Ich habe gerade gecheckt, das Instagram-Account von Urs ist doch da. Freunde, verarscht mich doch jetzt hier nicht, Alter. Was soll die Scheiße? Ich kann mich nicht beschweren. Der Nippel zeigt schön nach unten. Ja. Jetzt.
kommt. 15. Und einen. Jetzt in einem durchziehen. Ohne Ruck. Komm. Sehr gut. Junge, wir sehen hier mehr Zahnfleisch als Muskulatur, Alter, in diesem Video. Was soll das? Sauber. Brust ist auf jeden Fall mehr als zerlegt. Ich kann nicht mal eine gescheite Brustpose machen, weil die automatisch angespannt ist. Stefan meinte, wenn die Nippel nach unten zeigt, ist ein gutes Zeichen. Ist gut aufgenommen. Perfekt, jetzt machen wir. Seitheben. Da hat der Stefan was auszusetzen. Was beim Seitheben ganz wichtig ist, das Schultergelenk kann ja mit dem Oberarm das machen. Ja. Okay, das heißt, der Oberarm ist bei dir jetzt ein bisschen eingeschränkt, lustigerweise. Aber beim normalen Menschen kann man so viel rotieren. Okay. wenn ihr jetzt da mit der Kamera herschaut, ist es so? So, Freunde, und bevor die Jungs hier zum Seitheben übergehen, pausieren wir das Ganze und machen morgen im Stream mit dem Video weiter, denn das ist ein ziemlich langes Video. Also da hat der Paul sich definitiv schon mal einige Tipps abgeholt. Und ich bin auf zweiten Teil gespannt. Denn der zweite Teil wird, denke ich mal, interessant, denn da bewertet er seine Form.